So, da bin ich auch wieder. 9 von 10 Laras Tagebücher haben wir schon. Also wir sind schon fast durch. Ich glaube, wir machen das heute auch zu Ende, das Spiel. Wir sind ja auch schon kurz vorm Ende. Natürlich kommt hier jetzt erstmal richtig viel Wind rein. Ich glaube, die hört uns nicht. Okay, Jonah, da kommen sie. Geh ans Geschütz. Ich nehme die Seite. Melde Ziele. Kommt schon, ihr Schweine. Ne, das kann ich nicht. Okay. Dann müssen wir hier unten. Ne? Schieß weiter. Halt sie zurück. Okay, interessant. Muni alles voll. Alle nachgeladen? Alle nachgeladen, okay. Lag hier noch auch Muni. Okay. Kann ich hier einfach so durch? Oder werde ich hier gleich weggefegt? Na, ist doch ein bisschen anders hier. Ach ne, der Große. So, wo sind die? So, wo sind die Leute, die hier auf uns ballern wollen? Da kommen sie schon. Erster. Zweiter. Looten. Achso, der lebt ja immer noch. Natürlich kommen die jetzt so. Ich wollte die anderen beiden looten. Wo sind sie denn? Autsch. Ach. Nein. Ja, der sieht aber sehr lebendig aus. So, komme ich hier hoch? Ja. So, okay. So, nehmen wir auch mit. Wo sind noch mehr von denen? Okay, da kommen schon die nächsten. Ach, da oben ist noch einer.
Haut. So. Was mit dem? Komme ich an dem ran? Nee, an dem komme ich nicht mehr ran. Komm ich da hoch? Keine gute Idee, hier zu sein. So, out. Alter, schreck mich nicht. So, ich glaube, wir sind jetzt alle erledigt. So, 3 Punkte kriegen wir ohne Ende jetzt. So, Muni einmal alles nachladen. Alles voll. Laden hier nicht noch mehr? Die Kraft, die Lara hat, in den Arm, die hätte ich auch gerne. Okay, darum geht's nicht. Also nicht von der Seite. Lagen hier nicht noch ein paar Leute? Oder sind die weggeweht worden? Schade, dass der irgendwie auch in so einer Szene draufgegangen ist. Wirklich schade. Das wäre cool gewesen, hätte man gegen den kämpfen müssen, aber ich glaube, das wäre auch echt Munitionsverschwendung gewesen. Schrein einer Schlucht. Und da ist jetzt zugegangen. So, hier haben wir nochmal was. Diese chinesische Töpferware ist Jahrtausende alt. Könnten Sie die Insel vor dem Aufstieg von Yamatai besucht haben? So, nochmal hier. 712 haben wir jetzt. Okay, was könnten wir nochmal verbessern? Trommelmagazin würde ich vielleicht sagen. Dann ist die Schrotflinte jetzt auch auf 100%. Dann fehlt nur noch das hier. Kann ich mir noch irgendwas leisten? Den hier. Gegengewicht. Dann fehlt uns noch 650. 1300. Treibt gut. So. Alles aufgeladen, also alles voll. Was haben wir hier? Wir hatten niemals eine Chance. Sie haben auf uns gewartet.
Hunderte von ihnen. Wir haben es nicht mal bis zur Heiligen Kammer geschafft. Wir hatten von Anfang an keine Chance. Und jetzt warte ich darauf, dass meine Ahnen mich zu sich nehmen. Ich kann sie hören. Die Oni töten meine Brüder, fressen sie, verschlingen ihre Seelen. So viel Tod. Ich bin der Letzte. Was ist mein Schicksal? Werde ich einer von ihnen? Ahnen, erhört mich bitte. Bringt mich von hier fort, bevor die Oni mich holen. Bitte bringt mich ins Jenseits. Lasst mich in Frieden sterben. Soldat, letztes Gefecht. Die armen Soldaten, sie hatten keine Ahnung, warum sie hier waren und sie starben ganz allein. Ich muss dem ein Ende bereiten. So. Okay, Geocache-Geheimnisse habe ich hier noch. Okay. Fehlt uns nicht mehr viel eigentlich auf. Okay, was machen wir hier jetzt? Okay, das Ding erst einmal auf. Da oben ist noch was. Können wir da wo? Ich glaube, darunter will ich nicht. Hier liegt was? Es musste getan werden. Lara ließ mir keine Wahl. Hätte ich geglaubt, sie würde mitspielen, hätte ich sie eingeweiht. Aber ihr fehlt für dieses Geschäft die Härte. Sie ist nicht skrupellos genug. Und diese Entdeckung muss mir gehören. Ich habe die Grenze überschritten. Mein guter Ruf wäre dahin. Also gut, es tut mir leid, aber sie darf die Insel nicht verlassen. Die anderen auch nicht. Und was immer mit Sam passiert, macht die ganze Geschichte noch sensationeller. Mit Matthias oder seinen Solari kann man nicht reden, also muss ich mich nach Abschluss des Rituals schnellstmöglich absetzen. Ich bin der perfekte, einzige Überlebende und kehre dann mit den Behörden zurück, mit Kameras und einer angemessen überzeugenden Trauer. Ja, wie da jetzt links steht, Whitman, du nah. Am Ende ist dein Ehrgeiz mit dir durchgegangen. So, warte mal, da kann man hoch. Und hier liegt auch noch was. Autsch. Wenn wir das jetzt zumachen. Was passiert, wenn wir den jetzt runterlassen? Okay. Ich habe eine Idee. Vor allem, weil da oben... Nee, warte mal. Wir müssen den erstmal wieder hochpacken. Also erstmal wieder nach oben und dann... Einmal ziehen. Ich muss irgendwie darauf kommen. Ja, ich habe schon eine Idee. Nein, komm da hoch. Lara, das schaffst du doch. So. Okay, den Sprung schaffe ich. Ja, nice.
Feuerritual, bei dem die Königin ihre Nachfolgerin bestimmt. Die auserwählte Priesterin betritt das Kloster. Sie erhält deine Macht und sie wird die neue Königin. Moment mal. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Gefäße. Es ist doch nicht die Macht, die sie übertragen. Es ist eine Seele. All diese Königinnen, sie waren... Du, Himiko. Erste und letzte. Oh Gott. Und jetzt willst du Sam. Aber du kriegst sie nicht. Sam, gibt's hier Loot? Ein Gefäß für die Seele der Königin. Ich muss diesem Wahnsinn ein Ende bereiten. Okay, ich glaube, da komme ich jetzt nicht nochmal rein. Hier gibt's was. Ich habe keine Wahl mehr. Mein Schicksal wartet. Heute Nacht steige ich die Stufen zur Kammer der Sonne empor. Aber ich werde mich dem Ritual nicht fügen. Ich werde nicht Königin. Niemand wird glauben, was mir nun als Wahrheit bewusst ist. In der Sonnenkönigin wohnt etwas so Böses, dass es die Vorstellungskraft sprengt. Und dieses Böse will mehr als nur die Ländereien und Meere von Yamatai. Dieser Wahnsinn muss enden. Also gehe ich in die Kammer, bewaffnet mit dem gestohlenen Dolch des Generals der Sturmwache. Wenn er mein Tun durchschaut, wird es schon zu spät sein. Für Yamatai und alle Priesterinnen, die mir folgen würden, muss ich sterben. ...500 Erfahrungspunkte habe ich dafür bekommen, okay. Treibgut. Doch 1300 Treibgut jetzt aktuell. Dann haben wir alles. Ich hoffe, ich kriege überhaupt so viel. Kein Zurück mehr. Nach diesem Lager ist schnelle Reise für Lara nicht mehr möglich. Okay, also... Ja, wir sind schon dann im Endgame, würde ich sagen. Ich kenne ähnliche Artefakte aus Ban Chang in Thailand. Wie kommt das hier bis nach Yamatai? Gute Frage. Zwei Reliquien haben wir von drei. Ach komm, ich werd jetzt nicht alles. Ich glaube, wir werden nicht schaffen, alles zu sammeln, zu looten. So. Ab jetzt gibt's kein Zurück mehr. Kurat der Königin. Aber ich hoffe, wir finden vielleicht noch den ein oder anderen Lagerfeuer zum Aufrüsten.
Ich musste ein kleines bisschen leiser machen, das Game, weil es hatte extrem rot ausgeschlagen hier bei mir bei OBS. Ich weiß jetzt nicht, wie die Lautstärke jetzt wieder ist, ob das jetzt wieder in Ordnung ist, passt. Es schlägt aber jetzt extrem aus. Deswegen, wenn ihr Feedback geben würdet, wäre ich jetzt gerade sehr, sehr dankbar, damit ich weiß, ob die Lautstärke wieder passt. So, ihr müsst auf jeden Fall nach da oben. Hoppala. Nein! Da, ich dachte schon, ich falle jetzt. So. So was wieder. Ah, okay. Noch ein bisschen mehr. Ich weiß jetzt nicht einmal, ob wir auf alle Gräber und so weiter gefunden haben. Oder ob hier vielleicht noch irgendwie eins kommt. Okay. Wo muss sie lang? Lara, Vorsicht! Die Mistkerle kommen in deine Richtung. Wir haben alles getan, um sie aufzuhalten. Danke, Reyes. Geh zum Boot. Wenn ich nicht zurückkomme. Wir werden nicht ohne dich fahren. Wir warten. Ah, jetzt warten sie. Also jetzt will Reyes warten. Aber vor allem, wie viele von diesen Leuten gibt's denn hier? Warte mal, liegt hier noch irgendwas? Nö. Lass mir raten, ich muss jetzt runterspringen und mich da festhalten. Noch ein Lagerfeuer. Kann hier aber nichts machen. Reicht nicht, was ich habe. Ah, rechts rum, okay. Dann gehen wir hier hoch. Da auch wieder rechts rum.
So. Okay, das tut's nicht. Natürlich. Alter, wie die Tier für die Sonnenkönigin. So, komm, ich will da hoch. Da komm ich nicht hoch. Out. Sauber, Himiko. Vor allem, warum machen diese ganzen Soldaten das alles mit? Yo. So, euer Loot gehört mir. Da ist noch einer. Nein! Mist. Okay, war doch ein bisschen zu übermütig hier gerade. Wo sind die? Wie funktioniert das? So, wo sind die anderen? Ich darf da rüberspringen. Gibt es da oben wenigstens was? Da komme ich nicht hoch. Okay. So. Warum bewegt sie sich jetzt so langsam? Immer wieder. Ja!
Ah, ne, der Große. Okay, doch, der Große kommt noch. So, ich will den Loot haben hier. So, der mag es auf dem Rücken gar nicht. Jetzt. Nein! Noch einmal. Hä? Hä? Was passiert denn da die ganze Zeit? So, Autsch. Jetzt wollen die hier loswerden. Mist. Jo, okay, Autsch. Okay, der wird auch immer schneller. Okay, das hier. Autsch. Wenigstens haben wir den Großen geschafft. So, looten. Einmal alles nachladen. Ach, Schrotflinte hat nichts mehr. Dann gehen wir wieder darauf. Autsch. So, komm.
sei Dank. Lara, was ist passiert? Ich bin da. Du bist sicher. Alles gut. Alles gut. Du hast mich befreit. Ich hab's gewusst. So wie versprochen, bringen wir dich nach Hause. Und Wetter wird schön. Da ist Lara! Sie hat Sam! Geschafft. Ich glaube, ab hier ist schon Ende, oder? Kann die Controller weglegen. Hier wird es bald besser gehen. Was ist dort passiert? Es ist vorbei. Wir können los. Okay, dann nicht viel weg von hier. Ich war so blind, so naiv. Jahrelang habe ich an meinem Vater gezweifelt, wie alle anderen. Dabei hatte er mit so vielem Recht. Ich wünschte, ich könnte ihm das jetzt sagen. Ich war mir der Wahrheit immer so sicher. Aber nach dem, was ich gesehen habe, weiß ich nicht mehr, was ich glauben soll. Ich muss Antworten finden. Ich muss verstehen. Drachendreieck, Südjapan, Tag unbekannt. 6.15 Uhr. Brauchen Sie was? Keine Ahnung, was Sie da durchgemacht haben. Aber wenn ich Ihre Wunden und Ihren Blick sehe, will ich es auch gar nicht wissen. Naja, wir sind bald zu Hause. Ich gehe nicht nach Hause. A Survivor is born. Eigentlich nice. Ich habe leicht Gänsehaut gerade auf. Wegen der Musik. Ich hatte jetzt irgendwie erwartet, so, das würde heute doch noch ein bisschen länger dauern, so beim Stream hier. Ich hatte gedacht gehabt, wir wären locker noch bis 22, 23 Uhr beschäftigt. Ist doch nicht der Fall. Ich weiß jetzt nicht, was ich dann machen soll jetzt, aber es war auf jeden Fall, hatte Spaß gemacht auf jeden Fall und das wird quasi auch hier die Origin-Geschichte von Tomb Raider, von Lara Croft so und ich freue mich dann schon auch nächste Woche Mittwoch dann mit Rise of the Tomb Raider anzufangen, dass er dann nächsten Mittwoch losgeht, werde ich nachher dann installieren danach auch die älteren, also nach Shadow dann, also Shadow of the Tomb Raider, will ich dann definitiv auch die älteren Teile spielen. Und da freue ich mich auch schon drauf. So einfach die Tomb Raider-Saga, einfach mal alle Teile mal durchzuzocken. Könnte auf jeden Fall sehr viel Spaß machen, das hat mir auch auf jeden Fall Spaß gemacht. Vielleicht mache ich die Schwierigkeit beim nächsten Mal ein bisschen höher, war doch ein bisschen sehr leicht. Aber ich weiß jetzt auch nicht, was ich jetzt noch erzählen soll. Ich bin jetzt ein bisschen müde, kann man auch sagen, weil ich
nicht zu wenig, sondern zu viel geschlafen hatte und auch noch den Tag über durchgepennt hatte, statt aber auch die Nacht durchgemacht. Bis ungefähr 9 Uhr, 10 Uhr, kurz vor 10. Daher, ich würde mal vielleicht schauen, so ob irgendjemand dann auch Tomb Raider spielt, dass wir dann da vielleicht gleich nach den Credits raiden können. So, ich suche mal eben. Beziehungsweise ich lasse euch jetzt eben dann mit den Credits allein und dann sehen wir uns gleich. Thank you.
So, da melde ich mich auch schon wieder, weil es aussieht, als wäre das jetzt schon Ende von den Credits. So, ich wollte dann jetzt nochmal für YouTube auch mich einmal nochmal bedanken, dass ihr dabei wart. So, dann sehen wir uns auf YouTube zumindest übermorgen mit den neuen Dings. Glückwunsch, sie haben die Geschichte abgeschlossen und 90% des Gesamtspiels gemeistert. Wir können jetzt mit weiter auf die Insel zurückkehren, um sämtliche Unerledigten abzuschließen. Ah, okay, das wäre noch möglich. Auf jeden Fall für YouTube, die Zuschauer, wir sehen uns auf jeden Fall dann übermorgen bei Rise of the Tomb Raider. Und für diejenigen auf Twitch sehen wir uns nächste Woche Mittwoch dann live mit Rise of the Tomb Raider. Oder morgen mit Gothic 2, den zweiten Run. Oder am Sonntag mit Enshrouded wieder. Und ich würde sagen, da ich ja niemanden gefunden habe, auf jeden Fall, ne, warte mal. Erstmal für YouTube auch verabschieden. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart auf YouTube. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.